Riesentunade. Weiß ich nicht, lassen wir mal drin, falls jemand Nerviges hat. Okay, dann tun wir jetzt nur noch ein paar Angreifer, wie gesagt, rein. Und das sollte es dann eigentlich schon gewesen sein. Ach, irgendwas mit 1900, komm her. Schimmerdrache, 1, 2, 3, Bossangreifer, 1, 2, 3, und das müsste eigentlich schon hinhauen. Spätere Daten. Ist auch völlig okay, wenn wir einen C-Rang in den Themenduellen holen. Ich habe inzwischen mal nachgeguckt, wenn wir ganz viele S-Ränge holen würden. Oh, wie süß, Pico. Halt sich sogar noch selber. Wenn wir S-Ränge holen würden, könnten wir damit scheinbar Outfits freischalten. Aber es sind nur Outfits. Also nichts so richtig Wichtiges. Nichts, worauf ich, weshalb ich mir jetzt den Hintern aufreißen würde hier. Ja, dann fangen wir nochmal direkt gut an. Emporkömmling Goblin. Lass mal unseren Gegner heilen. Ach, ich hätte den Ring der Zerstörung raustun sollen. Der hat überhaupt keinen Sinn momentan im Deck. Alles, was, was keinen Kampfschaden macht, ist eigentlich momentan total sinnlos. Dann lassen wir noch Graceful Charity. Ring der Zerstörung werden wir auf jeden Fall abwerfen, denke ich. Komm, als letzte Rettung. Sie ist auch nur so nett und teilt sich selber noch massiv mit ihrem Deck. Also, das sollte scheinbar ein einfacher Auftrag werden. Feierliche Wünsche. Ja, perfekt. Hau raus, Picaro. Was? Plünderer. Mit extrem Lag. Und es ist Flinker Momonga, um noch ein paar mehr Lebenspunkte hoch zu regenerieren. Das ist gut. Vielleicht kriegen wir sogar zufällig einen S-Rang in dem Duell hier, weil sie sich dermaßen viel heilt. Oh, ist 1000. Wir könnten auch einfach die Simochi-Reaktion spielen und damit würde sie sich komplett selbst vernichten. Leider ist das Effektschaden und das würde wohl eher nicht zählen. Da sie nur einen Momonga beschworen hat, heißt das, ich muss noch einen Momonga auf der Hand haben. Herrlich. Ich mag, wie die Danger-Musik spielt, weil wir so viele Lebenspunkte hinten liegen. Weil sie so viel geheilt wurde. Plünderer. Ja, können wir machen. Jetzt mal elegante Wohltäter. Vielleicht kriegen wir irgendwas Sinnvolles noch dazu. Kettenheilung. Ja, bitte. Zwei, drei. So, dann tun wir das hier weg. MST können wir auch nicht wirklich gebrauchen. Okay. Spielen wir unseren Kram. Setzen die Riesentunade und dann hätten wir hier Mage Power. Gehen wir einfach mal einen Bossplünderer. So, da liegt der letzte flinke Momonga, wie zu erwarten war. So, und dann immer mitten ins Gesicht. 3400. Göttlicher Heiler. Ja, kann sich nochmal auch regenerieren, das ist gut. Kriegen wir einen höheren Rang. Und ab jetzt ist es nur noch Niedermetzeln. Glaubens könnte man noch benutzen, um Upstart Goblin nochmal zurückzuholen. Tun wir das doch. Mystische Elfe. Und ich hatte gehofft, hier mit vollen HP und absolut keinem Zeitverlust mehr oder weniger rauszugehen, aber offensichtlich müssen wir einen unserer dicken Angriffe auf eine mystische Elfe verwenden. Schwamm. So, Boss Plünderer, wieder ins Gesicht. Wir sind immer noch in der Danger-Musik. So, jetzt sind wir wieder auf Gleichstand, jetzt haben wir das schon mal geklärt. Solomon Wishes, halt sie nochmal hoch.
Beschlagnahme. Ist auch eine Karte, die wir nicht unbedingt brauchen in dem Deck. Aber egal. Dann flipp dich mal, Magier des Glaubens, und gib uns nochmal den Upstart Goblin zurück. Emporkömmling Goblin. Plus Kettenheilung natürlich. Nichts vergessen. So, Emporkömmling Goblin. Gib uns mal eine neue Karte. Schwerter. Das ist schön. Die können wir dann nämlich setzen für mehr Mage Power. Theoretisch könnte ich die Beschlagnahme auch noch setzen, aber dann haben wir keinen Platz mehr frei, weil ich die Riesentornade aktivieren könnte in diesem Fall. Na, wir setzen es einfach mal. Whatever. Und dann haben wir noch den Schimmerdrachen hier. So, hoffen wir mal, da liegt nicht schon wieder eine mystische Elfe. Es ist Moki Moki, oh wie niedlich. Bumm. Boah, und dann hauen wir hier noch ein paar rein. 1900. 4400. Und der stärkste Angriff, den wir überhaupt auf dem Feld haben. 300 vom Magier des Glaubens. Ja, ich finde, Heilung hat in diesem Spiel leider keinen übermäßig überwältigenden Effekt, wenn die Heilung nicht mit irgendeinem weiteren positiven Nebeneffekt kommt, der auch die Boardkontrolle an einen selbst übergibt. So gerne ich früher auch spaßenshalber nebenbei Solomon Wishes in meinem Deck hatte. Heilung ist einfach nicht so dolle. Ja, das war's dann, ne? Angriff Schimmerdrache. Angriff Magier des Glaubens. Und der vernichtende Schlag. Vossplünderer nochmal 4400. Die Frage ist, ob hier die 4400 komplett gewertet werden oder ob hier nur noch die 200 gewertet werden, die dann wirklich an LP hat. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, muss ich sagen. Sieht aus, als ob sie verliert. Korrekt! Gucken wir mal, was der Rang sagt. Der Rang sagt uns, wir haben einen S-Rang. Wir haben tatsächlich 22.300 Punkte Schaden gemacht. Das heißt, der überschüssige Schaden wurde definitiv gezählt. Ja, haben wir halt einen S-Rang geholt, ne? Abgelenkter Schaden. Versuche 4.000 oder mehr Punkte an abgelenktem Schaden in einem Duell zu machen. Okay. Das wird ja lustig. Nur abgelenkter Schaden. Gibt es dafür einen eigenen Filterpunkt für abgelenkten Schaden? Spirit, zerstörte Monster, Spezialbeschwörung, Effekte abbrechen, Glücksspiel, Angriff beschränken, direkter Angriff. Oh, Elementarhelden sind ein eigener Typ. Entfernen aus dem Spiel, Deck zerstören, Hand zerstören. Nope. Schaden ablenken ist in der Tat kein eigener Punkt. Hm. Okay. Dann schauen wir doch einfach mal in die Fallen rein, was wir da so haben für abgelenkten Schaden. Lebenspunkte dezimieren Effekte. Sehe den Zylinder. Dimensionsmauer. Diese Karte nur aktivieren, wenn dein Gegner einen Angriff mit einem Monster deklariert, statt der dein Gegner den Kampfschaden. Ja, das definitiv. Ich denke mal, das war's dann auch schon. Was bauen wir für ein Deck? Wir bauen gerade ein Deck für die Herausforderung, abgelenkten Schaden zu machen an unserem Gegner. Mindestens 4000 Punkte. Dementsprechend haben wir jetzt Dimensionsmauer drin und, ja. Die Zerstörung können wir da nicht wirklich gebrauchen. Und spielen auf unsere Zylinder.
Die beiden bleiben dann auf jeden Fall drinnen. Dann würde ich doch einfach mal sagen, nehmen wir ein paar Verteidiger rein. Müssen nicht unbedingt LP-Down-Effekte haben, können gerne alle sein. Sollten aber schon 4-Sterne-Monster sein. Dann tun wir mal hier so ein paar riesen Steinsoldaten rein. Und irgendwie Aquamadore rein. Und dann equippen wir noch ein paar Karten ins Deck. Zauberkarten wären sinnvoll. Und zwar nehmen wir dann noch Witch Power haben wir schon drin, Axt der Verzweiflung am besten. Und Megamorph. Wo sind sie denn? Axt müsste eigentlich ganz oben sein. Zack, zack, zack. Megamorph. Mega, mega, Megamorph. Da. Megamorph. Können wir auch zweimal reintun. Ist hier nicht limitiert. Okay, was wollen wir alles nicht haben? Zum Beispiel Gehirnkontrolle ist sinnlos in so einem Duell. Die Trägheit werden wir nicht brauchen. Joa, noch eine Fallgrube. Jo, ich denke mal, das passt schon. Beschlagnahme brauchen wir auch absolut nicht. Dedekrieren ist relativ sinnbefreit. Stattdessen hätte ich gerne, wie heißt das, wie ich nochmal, den hatten wir ganz am Anfang im Deck. Diesen komischen Schmied im Deck. Ich meine, der ist Attribut Feuer. Ist der nicht Attribut Feuer? Nein, ist er nicht. Ist auf jeden Fall ein Krieger. Und er ist ein Effektmonster. Er hat einen Flip-Effekt. Kann ich ihn nach Flip sortieren sogar? Normal Spezialkontrolle. Flip. Hä? Wo ist er denn? Ist er kein Krieger? Ich bin konfus. Ich bin auf allen Karten. Alle Karten mit Flip-Effekten. Ist das kein Flip-Effekt? Doch, da ist er doch. Boah, ich bin blind. Also ich spiel Kotetsu. Jesus Christ. Schwere Geburt. Wenn man die eine Karte, die man sucht, die sieht man immer in der Menge nicht. Ist echt beeindruckend. So, abgelenkter Schaden, ja bitte. Gegen einen rasenden Gorilla von allen Dingen, na herrlich. Ja. Kopf anstoßen ist auf jeden Fall ein schöner Deckname. Boah, soweit so nett. Leider nicht eine einzige von den Karten gezogen, die wir wirklich brauchen für diesen Effekt. Blaue Medizin, mein Gott, ernsthaft? Spielt denn so weit? Zaubert die Umkleidekabine. Ich mag, wie Babydrache einen eigenen Beschwörungseffekt hat, weil Babydrache und so, yeah. Sieht er denn da? Müll. Naja, wir haben ja eh nicht vor, ihn anzugreifen erstmal. Wir müssen ja den Schaden ablenken. Wissen wir ja. Kann sich auch nur um ein paar Jahre handeln, bis wir das aufgesetzt haben. Freudiges Begräbnis ist auch leider überhaupt nicht, was wir momentan brauchen. Ich befürchte, dieses Duell wird nicht sonderlich spannend, bis wir die Karten zusammengezogen haben, die wir wirklich brauchen. Das wird ziemlich sicher ein Spam des Endface-Buttons für einige Zeit jetzt. Traurig, aber wahr. Hm, nächster Spieler. Kreaturentausch, wunderschön. Kann man nicht wirklich gebrauchen, aber ein Friedhof. Ich bezweifle, dass er irgendwas im Deck hat, was uns wirklich gefährlich wird.
Dementsprechend ist das jetzt hier wirklich nur stumpfes Ziehen, bis wir die Karten haben, die wir brauchen, was leider nicht sehr spannend ist. Ich hätte auch nicht erwartet, dass er ein dermaßen schlechtes Deck hat. Ah ja, das ist schon mal gut. Ein Mega-Wandler. Den setzen wir doch schon mal raus. Keto, das ist gut für uns. Damit hat er jetzt nämlich mehr LP als wir. Ne, Axt der Verzweiflung, auch sehr gut. Raus damit. Noch eine Axt der Verzweiflung, sehr gut. Raus damit. Das Blöde ist nur, wir haben immer noch keinen Effekt, um Schaden abzulenken. Das ist irgendwie wichtig, habe ich das Gefühl. Oh. Wir werfen Knight the Saddle von der Hand ab. Weil nie alles passiert. Dafür kriegen wir Schieferkrieger zurück. Jetzt müssen wir wieder abwerfen, weil wir haben immer noch zu viele Karten auf Hand. Und Kobold! Was passiert denn jetzt? Zweikampf auf engstem Raum. Was macht der Zweikampf auf engstem Raum überhaupt nochmal? Einmal in der Endphase des Spielzugs kann jeder Spieler. Einmal in der Endphase des Spielzugs jedes Spielers kann dieser Spieler ein normales Monster Stufe 4 Spezial schon aus seiner Hand beschwören. Ah, okay. Okay. Schön. Interessiert mich, glaube ich, vorne und hinten nicht, aber schön. Warum? Ach, eine Riesentornade. Das könnte sogar gar nicht mal so schlecht sein, je nachdem, was hier noch passiert. Ich will doch kein Monster spezial beschwören. Vielleicht mit dem vorherigen Begräbnis. Ich brauche Zylinder oder sowas. Das ist eine Fallgrube. Gehen. Wir haben vier Karten in unserem Deck, die Schaden zurückwerfen können. Die Zylinder und dreimal diese lustige Dimensionsmauer. Wo sind sie? Das ist gut dazu. Den können wir tatsächlich gebrauchen. Tun wir mal raus. Nicht Kotetsu. Ah. Jo, und dafür holen wir uns. Gemeinsam sind wir stark raus. Okay. Dann spielen wir noch einen riesen Steinsoldaten. Können wir jetzt bitte vielleicht die Zylinder ziehen? Please. Ich will gar keinen Kampfschaden an dem machen, aber ich. Naja. Ist halt so, ne? Göttlicher Heiler. Sehr gut, er heilt sich ein bisschen. Das ist nett von ihm. Da hätten wir zumindest schon mal eine Dimensionsmauer. Was man in der Theorie benutzen könnte.
Schauen wir mal. Aber dann ist das kein. Na. Was wir wirklich haben wollen, ist halt Zylinder erstmal. So, dann jagen weg.